So, hi. Ich mache heute mal einen kleinen Vortrag über DevOps Ideale. Bloß bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal ganz, ganz vielen Dank an das Team sagen. Ich habe gestern schon eine kleine Podiumsdiskussion und es ist einfach super, super smooth. Also große Arbeit, die ihr da macht. Und jetzt ohne weitere Umschweife kommen wir mal zu DevOps Idealen. Jeder, der sich mit DevOps beschäftigt hat, hat sicherlich das ein oder andere Mal schon gehört, ja, da muss man was mit Containern machen und mit Automatisierung und irgendwie alles muss CI/CD sein. Und ganz schnell eröffnet sich eine Welt der Komplexität und darüber wird der kulturelle Teil von DevOps ganz häufig vergessen. Und im Grunde geht es heute um diesen kulturellen Teil, also um eines der Ideale, nämlich Simplicity und Locality. Und das ist auch der Grund, warum die Slides auf Englisch sind, ich aber auf Deutsch rede. Also, ich hoffe, das stört keinen. Und die Codebeispiele sind eh alle auf Englisch, deswegen passt. So, und Simplicity und Locality ist im Prinzip die Idee, dass man keine großen Umgebungssysteme benötigt, um mit seinem System oder mit seiner neuen Software irgendwie live gehen zu können. Wie man das macht und warum das wichtig ist, darüber reden wir heute. Fangen wir mal direkt an. Ich werde erstmal ganz kurz erzählen, wer ich eigentlich bin, weil viele haben noch ein paar Probleme damit. Dann, welche Ideale es eigentlich gibt. Und dann steigen wir auch schon direkt ein. Und dann gibt es natürlich ein schönes praktisches Beispiel. Und falls wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, dann kann ich das praktische Beispiel auch tatsächlich mal am lebenden Objekt zeigen. Aber das könnt ihr dann auch alle nochmal selber nachstellen. Die Präsentation und Codebeispiele und sowas gibt es natürlich dann alle wieder im Internet zum Anschauen, runterladen und ausprobieren. Ganz am Ende dann die Links. So, also ich bin Daniel. Die einen sagen, ich bin DevOps-Engineer, andere sagen, ich kann gut mit Computern umgehen. Ich sehe mich selbst als IT-Handwerker. Das soll heißen, keine Cloud zu groß, kein Kabel zu kurz. Ich komme im Prinzip mit meinem Handwerkszeug, mit meinem Werkzeugkasten, sprich dem Laptop zum Kunden und versuche dort Probleme zu finden und diese zu beheben. Was genau Probleme sind, darauf können wir eventuell mal in einem anderen Talk genauer eingehen. Aber Problem ist nicht, ich hätte gerne einen größeren Server. Das ist eine Anforderung. Problem ist, warum brauche ich den größeren Server? Was will ich damit bewirken? Und genau das versuche ich ja zu verstehen und dem Kunden da zu helfen. So wie der Klempner, der vor Ort geht und sagt, okay, warum willst du denn, dass ich dein Rohr repariere? Ach so, dir läuft Wasser in die Küche. Also, und deswegen sehe ich mich als Handwerker. Außerdem bin ich in verschiedensten Open-Source-Projekten irgendwie mit unterwegs. Sprich, ich versuche Software zu demokratisieren, sprich für alle verfügbar zu machen, für das Volk zugänglich zu machen, für mich selbst natürlich auch zugänglich zu machen. Und wie ich das mache, was ich dort mache und so weiter, das kann man unter anderem in Blogs, Konferenzen oder eben den TUX-Tagen nachgucken. Und wenn ich dann noch nicht genug zu tun habe, organisiere ich nebenbei noch ein paar Meetups. Unter anderem gehört das Ansible Meetup Dresden zu mir. Die Kubernetes und Cloud Native Group, das DevOps Saxony Meetup und die Dresden Open Source User Group. Danach, wenn ich damit fertig bin, dann kümmere ich mich um meine Katzen. Ich bin leidenschaftlicher Koch, also ich koche wirklich richtig viel und gern und wirklich täglich. Ich stehe auf Kaffee, das heißt, ich kümmere mich darum, dass ein paar Sachen auch tatsächlich richtig gut gemacht werden. Ja. Und nicht nur einfach der Filterkaffee, obwohl Filterkaffee echt gut ist, vor allem handgefiltert. Können wir auch mal einen Talk drüber machen. Ich mag Kekse, alles, was irgendwie mit Computern zu tun hat. Ja, Computerdinge, technischer Begriff. Und natürlich Pinguine. So, jeder, der nicht Pinguine mag, der kann auch einfach den Stream wieder verlassen, weil Pinguine muss man mögen, um mich zu mögen und meine Vorträge zu mögen. So, kommen wir direkt mal zu DevOps-Idealen. Ein Ideal, ganz grundlegend, ist etwas, was man anstrebt, aber wahrscheinlich niemals erreicht. Ja, also Idealisierung der Welt bedeutet halt, man stellt sich vor, wie alles super toll sein könnte, sollte aber nicht böse darüber sein, wenn man es nicht erreicht. Nichtsdestotrotz immer in diese Richtung streben und gucken, dass man dem Ideal möglichst nahe kommt. Im Falle von DevOps gibt es dort fünf. Und das erste, das ist das, womit wir uns heute beschäftigen, ist Simplicity und Locality. Das mag total einfach klingen,
unter der Haube verbirgt sich da aber eine ganze Menge. Das zweite Ideal ist Focus, Flow und Joy. Da geht es darum, dass man sich möglichst wenig ablenken lässt, dass man möglichst gut in Flow-Zustände oder in die Zone kommt und Spaß an der Arbeit hat. Ja. Einer der großen DevOps-Beweggründe war ja Bring the Fun Back into IT, also dass IT wieder Spaß macht. Und das ist so das zweite Ideal, was sich dahinter verbirgt. Was haben Fokus, Flow und Joy miteinander zu tun? Jeder, der gern mal auf einen Brettspielabend geht oder 3 Stunden lang an einem Online-Spiel verbringt oder sich mehrere Stunden lang auf ein Puzzle konzentrieren kann oder weiß, dass Probleme lösen Spaß machen kann. Ja, Brettspiele sind nichts anderes als Probleme, die man immer wieder und wieder löst. Und genau das ist das, was hinter Fokus, Flow und Joy steckt. Dass wir die Developer- und Operations-Probleme mit Spaß lösen. Natürlich gehört dazu, dass wir unsere tägliche Arbeit irgendwie verbessern. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden für. Sehr bekannt aus dem japanischen Raum ist da Kaizen, was sich damit beschäftigt, wie man quasi seine Prozesse regelmäßig und ordentlich verbessert. Oder Improvement-Cutters, die unter anderem bei Toyota angewendet werden. Dann psychologische Sicherheit. Ist ein enorm großer Sicherheitsfaktor für jeden. Das heißt, wer Angst hat, gekündigt zu werden, Angst hat, Fehler zu machen, Angst hat, das Falsche zu tun, der wird halt nichts mehr tun, der wird keine Risiken mehr eingehen und dementsprechend das System nicht sinnvoll und schnell verbessern können. Und das letzte Ideal ist Kundenfokus, also tatsächlich sich um Kundenprobleme kümmern zu können, so wie ich gerade erklärt habe, was Probleme sind, liegt da das Ideal drin, dass man sich tatsächlich darum kümmert, was denn ein Kunde benötigt und nicht, was er sich wünscht. So, das jetzt mal so als kurzer Wrap-up. Über jedes dieser Themen könnte man mehrere Stunden reden. Wir beschäftigen uns heute aber mit Simplicity und Locality. Auf der linken Seite sehen wir ein komplexes System, auf der rechten Seite ein simplifiziertes System. Komplexität hat nichts damit zu tun, dass etwas kompliziert ist. Eine Uhr zum Beispiel ist kompliziert. Ja? Jemand, der damit noch nie zu tun gehabt hat, der versteht wahrscheinlich nicht, was da drin los ist. Ein Uhrmacher hingegen, der kann auf jedes einzelne Zahnrad einer mechanischen Uhr zeigen und sagen, wenn das sich dreht, dann passiert genau das. Das ist kompliziert. Ja? Es ist vorhersagbar, aber nicht sehr einfach zu verstehen. Komplexität wiederum ist eher sowas wie das Wetter. Es gibt ganz viele verschiedene Variablen, die das System als Ganzes unvorhersagbar machen. Ja, und jeder, der mal versucht hat, die Wettervorhersage für in 3 Wochen fahre ich in den Urlaub rauszubekommen, der wird merken, so richtig zuverlässig ist sie nicht. Und es liegt nicht daran, dass Meteorologen alle dumm sind. Das liegt daran, dass es unglaublich viele Umgebungsvariablen gibt und man dieses System Wetter nicht sehr gut vorhersagen kann. In der IT ist es genau das Gleiche. Jeder, der sich nicht erklären kann, warum regelmäßig ein Dienst ausfällt oder warum es ständig Seiteneffekte gibt, wenn ich irgendwo an einer Schraube was drehe und woanders was umfällt, der hat Komplexität erlebt. Und Simplizität ist das genaue Gegenteil davon. Ja, man möchte Dinge möglichst einfach, vorhersagbar und stringent machen, wie im rechten Bild zu sehen. So, das Ideal beschreibt also, dass wir simplifizieren wollen, dass wir Dinge einfacher machen wollen und dass der Workflow oder die Art und Weise, wie wir unseren Code entwickeln, ebenfalls sehr einfach sein soll, einfach nachzuvollziehen sein soll und im besten Falle von jedem, der das Repository hat, reproduzierbar sein soll. In Open-Source-Umgebungen ist das tatsächlich sehr häufig der Fall, also nicht immer, aber sehr häufig, schlicht und ergreifend, weil Open-Source-Software halt öffentlich ist. So, das bedeutet, jeder, der Software öffentlich zur Verfügung stellt, hat irgendwie so den gewissen Anspruch, dass wenn andere das sehen, man nicht dafür ausgelacht wird. Deswegen ist dort der Reifegrad deutlich höher. Und wohin geht, was in Unternehmenswelten ganz häufig nicht der Fall ist. Ja, da interessiert häufig nicht, ob das jemand sieht. Es muss halt nur funktionieren. Ein zweiter Faktor ist, Open Source Software arbeitet mit sehr limitierten Umgebungen. Das bedeutet,
Und wir haben halt nicht unglaublich viele Geldsäcke im Keller liegen, die wir auf unsere Probleme draufwerfen können, wie zum Beispiel große Banken, Versicherungen oder die Microsofts und Googles dieser Welt, sondern wir haben halt irgendwie 12 Euro Taschengeld im Monat. Das reicht gerade so, um die Domain zu bezahlen und vielleicht noch bei GitHub so ein paar Actions durchlaufen zu lassen. Und dementsprechend limitieren wir uns selbst zu Sachen, die bei uns natürlich lokal auf unserer eigenen, selbst gehosteten Umgebung irgendwie laufen können. Und dementsprechend ist da auch die Reife, was Lokalität angeht, bei Open-Source-Software häufig sehr viel besser und sehr viel mehr gegeben als in Unternehmensumgebungen. Wir können also einfache Applikationen schreiben. Wir können uns vorstellen, okay, ich sitze im Starbucks in Madrid und dort möchte ich meinen Code entwickeln. Was muss dafür getan werden? Und wir sollten halt uns weniger Gedanken darum machen, dass es irgendwo komplizierte oder komplexe zentrale Systeme gibt, die wir benutzen müssen, damit unser Code gebaut werden kann und deployed werden kann. Im besten Fall machen wir all unsere Arbeit im gleichen Repository. Alles, was wir brauchen, um die Software zu planen, zu bauen, zu testen, zu releasen und dann auch schlussendlich auf unser System zu deployen, das sollte in unserem Repository passieren. Und surprise, surprise, das versuchen wir jetzt anhand dieses praktischen Beispiels. Ich habe was ganz Einfaches genommen. Wir haben uns eine kleine API gebaut. Soll ein neuer Service sein. Und dieser neue Service, der soll halt Simplicity und Locality folgen. Ein Product Manager soll auch verstehen, was dahinter los ist. Produktmanager sind häufig nicht technische Personen. Funktionales Testing sollte auf jeden Fall mit drin sein. Und wir wollen es auf Kubernetes deployen. Kubernetes einfach nur, weil Cloud ist gerade hip und Container sind gerade toll. Nein, Quatsch. Der ganze Container-Workflow, der hilft uns unter anderem dabei. Können aber auch genauso gut auf einem beliebigen Linux-System arbeiten. Dann kommen wir direkt mal in den Demo-Code. Also wer jetzt tatsächlich schon reinschnuppern möchte, wie der Code aussieht, inklusive der für die Präsentation, der kann gerne hier auf github.com /shir-wtd-presentations gehen. Ist nicht empfehlenswert, das jetzt parallel zu machen, weil ich zeige sowieso alles. Kommen wir rein. Der Code, der sieht eigentlich sehr einfach aus. Wir haben halt hier unser Go-Code, Package Main. Wir importieren eine Handvoll Module. Das ist wirklich nicht viel. Dann haben wir unsere Main-Funktion. Und das Code-Beispiel, was in dem Repository liegt, hat sogar noch eine Sache mehr, damit ich halt Unit-Tests direkt gleich zeigen kann. Das hier wäre ein Minimalbeispiel, mit dem man super arbeiten kann. Jetzt muss man Go nicht unbedingt verstehen, um zu verstehen, was hier passiert. Also wir erzeugen uns quasi eine Variable, die aus Echo New besteht. Echo ist unser Framework, was wir hier benutzen, um Webserver zu bauen. Und dann sagen wir, okay, wir wollen halt einen Logger und einen Recover machen. Also wir wollen halt Sachen irgendwie ausgeben, wenn was passiert. Und wir wollen halt, dass die Verbindungen wiederhergestellt werden. So, und dann haben wir jetzt zwei Routen eingebaut oder zwei Händler eingebaut, konkret. Und dieser eine Händler, das ist ein Get-Händler. Das heißt, wenn jemand mit seinem Browser um die Ecke kommt oder mit einem API-Tool oder mit einer Frontend-Software, und er macht halt ein Get auf diesen Endpunkt auf Slash, dann bekommt er zurück Hello World. Und das zweite ist hier Health, den habe ich in dem Fallbeispiel, was wir haben, gegen Time ausgetauscht und hier kriegt er einfach nur OK zurück. In dem Fallbeispiel kriegt man halt die aktuelle Uhrzeit zurück. Und wenn irgendwas schief geht, dann wollen wir halt abbrechen mit einem Fatal Error und ansonsten wollen wir auf Port 3000 den ganzen Spaß einfach starten. Und das können wir tatsächlich schon lokal bauen, wenn wir wollen, mit GoBuild. Wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir uns den, dann wollen wir ja irgendwie ein Paket daraus schnüren. Ja? Man schmeißt ja jetzt nicht einfach ein bisschen Source Code über den Zaun und sagt dann zu den Administratoren, hier, deploy das mal. Sondern im besten Fall hat man ein Artefakt, was man jemandem in die Hand geben kann, damit er es entweder durch Quality Assurance, also Qualitätssicherungsmaßnahmen durchschicken kann oder auf einem Server deployen kann oder. Und hier bietet sich halt an, dass wir das in Container paketieren. Für jeden, der noch nicht viel mit Containern zu tun gehabt hat, am Ende
ist das nur ein sehr gut weiterverteilbares Paketformat. Dieses Paketformat hat ein paar Besonderheiten, weil es halt den Linux-Kernel sehr gut ausnutzt, um Namespaces zu erstellen für separierte Netzwerke, User-IDs, separate Prozess-Namespaces. Und dementsprechend sich halt seine eigene kleine Sandbox-Welt baut. Alternative Formate, um Software in Containern zu deployen, ist zum Beispiel Flatpak oder Snap. Auch das sind Containerformate, die sich ganz ähnlicher Technologien bedienen, aber eben das anders machen. Und jeder, der jetzt denkt, ja, das ist irgendwie ganz neuer fancy Kram, den gibt es ja noch gar nicht so lange und deswegen benutzt das keiner. So Containerformate zu machen, das ist eigentlich ein sehr alter Hut. Die Java Virtual Machine, JVM, die quasi mit Java immer mitkommt, ist auch genauso. Es ist auch ein Containerformat, halt anders mächtig. Nicht genau das gleiche, aber ist auch ein Containerpaketformat. Und unter BSD gibt es dann natürlich auch dann Jails, um ähnliche Sachen zu machen. Nevertheless, was wir hier machen, wir sagen unserem Build-Prozess, unserem Docker-File, hey, nimm mal hier bitte Golang Version 1.20, mach daraus mal einen Build-Container. In diesem Build-Container kopierst du dir mal unseren Quellcode rein, dann kompilierst du diesen Quellcode, damit er nachher irgendwie User Local Bin Hello heißt. Und in dem Moment ist der Build-Container eigentlich abgeschlossen und wir bauen uns einen weiteren Container. Der ist jetzt from scratch. Das heißt, da ist fast gar nichts drin. Ja, das ist quasi eine leere Hülse. Ja, keine weitere Umgebung drin. Also man kann da auch nicht Bash drin ausführen, weil es ist halt nicht drin. Und was wir machen ist, wir kopieren uns aus dem Build-Container unser Hello nach User Local Bin rein, sagen dann noch, hey, Port 3000 ist der Port, den du möchtest. Und das Command, was ausgeführt werden soll, ist halt User Local Bin Hello, also unser Dienst. Und das können wir mit zum Beispiel Podman oder mit Docker einfach bauen. Alternative Tools wären dann halt noch zum Beispiel Stacker. Ja, wer mit Stacker lieber bauen möchte, der kann auch das gerne machen oder Builder. Ich benutze Podman, weil kommt bei meiner Distribution einfach schon von vornherein mit. Ich habe da auch keine Befindlichkeit, wenn jemand sagt, Docker möchte lieber benutzen, funktioniert genauso gut. Und hier liegt halt auch schon die Power von Open Container Formaten. Wir können außerdem Unit-Tests direkt ausführen. Ja, wir wollen unseren Code auch testen und wir wollen Dinge, die da drin sind, testen. Wenn wir Unit-Tests geschrieben haben, dann können wir die mit Go-Test tatsächlich einfach testen. Wir können uns auch tatsächlich einfach die Coverage, also wie viel von der Funktionalität in meinem Code ist durch Tests abgedeckt. Das können wir uns auch tatsächlich von Go einfach ausgeben lassen. Also ich brauche keine weiteren Tools. Bisher sind wir bei sage und schreibe ganzen zwei Tools. Wir benutzen Go und Podman. Was den Tool-Stack natürlich sehr angenehm und klein macht, weil ich muss mich nicht in 20 verschiedene Sachen einarbeiten. Nachdem wir jetzt Unit-Tests gemacht haben, und die alle sagen, hey, die Funktionalität, die du geschrieben hast, die sollte theoretisch funktionieren. Und wir unsere Software auch gebaut haben, haben wir natürlich ein Problem. Weil, wie das halt ganz häufig so ist, jede einzelne Funktion da drin, die kann natürlich gut funktionieren, aber funktioniert denn das gesamte Konstrukt? Ist das denn funktional? Und dafür macht man dann funktionales Testing. Das kann man zum Beispiel indem man das fertig gebaute Artefakt nimmt und dann dagegen etwas tut. Und da gibt es ein sehr einfaches Tool, welches übrigens in Go geschrieben ist. Das nennt sich Hurl. Ja, jeder, der Curl schon mal gehört hat, kann sich unter Hurl vielleicht was vorstellen. Im Grunde ist das vergleichbar mit jedem anderen API-Test-Tool oder Website-Test-Tool, aber eben nur auf der Command-Line. Und was man macht, ist, man schreibt seine Tests halt in diesen Format hier. Ich sage halt, mach mal ein get auf HTTP und dann ist hier eine Variable drin und dann mach mal get auf HTTP/else. Und wenn ich für die beiden gemeinsam einfach nur die Erwartungshaltung habe, dass ich dann HTTP 200 zurückbekomme, dann funktioniert das hier. So, wir können also unser gebautes Artefakt nehmen, können das einfach starten und dann können wir halt erstmal ganz kurz mit curl einen Smoke-Test machen, ob überhaupt irgendjemand antwortet. Und anschließend können wir halt all unsere funktionalen Tests, die in einer Datei runtergeschrieben sind,
auf eine sehr einfache Art und Weise überprüfen. Warum sollte ich Hurl nehmen und nicht Curl? Weil Hurl es mir sehr einfach macht, sowas wie zum Beispiel Authentication an einer API durchzuführen und mir das Access Token zu merken, um das später wieder zu verwenden. Ich kann mit Hurl aber eben auch einzelne Elemente abtesten und muss die halt wirklich nur auf eine Art und Weise in dieser Datei gerade runterschreiben. Ich kann Payloads überprüfen, ich kann andere Requests wie zum Beispiel Post auch da tatsächlich hinsenden, um zu sehen, ob meine API auch entsprechend reagiert, wie ich mir das vorstelle. Und das macht es halt sehr angenehm, damit zu arbeiten. Und keine Angst, ich zeige das gleich auch nochmal. Wenn wir dann soweit sind, alles ist getestet, alles ist gut, dann wollen wir etwas releasen in zum Beispiel eine lokale Registry oder in irgendeine uns verfügbare Registry. Wir können ja auch Docker.io benutzen. Wichtig ist dabei halt einfach nur, dass wir das machen können als User, weil wenn wir das als User machen können, dann ist es sehr einfach zu automatisieren und das gilt halt für all die Sachen, die wir bisher gemacht haben. All das, was wir gesehen haben von GoTest über Hurl, über GoBuild, das kann man auch einfach in ein Shell-Skript werfen, irgendeinem Tool unserer Wahl in die Hand drücken, unabhängig davon, ob das ein Jenkins oder ein GitLab CI oder ein Makefile ist. Und wir werden immer das gleiche Ergebnis erzielen. So, jetzt taggen wir unser Image. Das machen wir hier mit Podman oder Docker Image Tag. Sagen halt, das ist unser Latest und dann pushen wir das halt in irgendeine Registry. Registry, für alle, die mit Containern wirklich noch gar nichts zu tun hatten, ist im Prinzip ein Repository, wo man Container-Images speichern kann. Und dann auch wieder abholen kann, versteht sich. So, jetzt wollen wir das auch noch deployen. Und das war unser Tool der Wahl, ist halt Kubernetes. Ja, unsere Produktionsumgebung ist ein Kubernetes, meinetwegen auf AWS oder Azure oder selbst betrieben als K3S hinter einer Firewall. Völlig egal. Was wir machen wollen, ist, wir wollen das bei uns lokal auf dem System testen. Und da gibt es zum Beispiel Minikube. Minikube integriert sich super in die meisten Entwicklungsumgebungen. Und wir schreiben halt unsere Deployment-Dateien, die schreiben wir halt runter. Ja, unser Deployment-YAML, dann in Ingress, das ist quasi so da, wo der eingehende Verkehr dann geroutet wird. Dann brauchen wir einen Namespace, wo diese ganzen Sachen drin sind. Und damit man halt Ingress und Deployment miteinander verbinden kann, braucht man noch einen Service. Ich habe die ja alle in einzelne Dateien geschrieben, damit das für euch ein bisschen besser verständlich ist. Man findet aber auch ganz viele Beispiele, wo das alles in der gleichen Datei drin steht. Das ist Geschmackssache, wie man das macht. Ich persönlich finde das halt hier schöner, weil es halt auch beim Code-Review, sprich wenn jemand anderes anguckt, was wir geändert haben, einfacher zu verstehen ist, an welcher Stelle etwas geändert wurde. Ja, der muss halt nicht sich durch eine 600 Zeilen lange YAML durchscrollen, um zu sehen, dass da zwei Zeilen geändert wurden, sondern er sieht halt, es ist nur, oder sie, je nachdem, wer halt gerade das Review macht, sieht halt, dass nur an der Service-YAML etwas geändert wurde, kann die sehr schnell und einfach reviewen und dann freigeben. So, wir haben das also gemacht und jetzt wollen wir es lokal natürlich auch nochmal testen. Und da sagen wir, okay, kubectl apply-f Kubernetes, also da, wo unsere Dateien drin liegen. Kubectl kümmert sich darum, dass die Sachen dann in unserem Minikube deployed werden. Und weil wir halt gedacht haben, okay, wir wollen auch gleich noch Post-Deployment-Testing machen, können wir halt einfach sagen, okay, wir testen halt nochmal. Ja, unsere URL, die uns Minikube zurückgibt, ist hier. Das ist die IP-Adresse, unter der Minikube dann erreichbar ist bei uns lokal, zeige ich gleich. Und wir sagen einfach, Hurl, jetzt mit einer neuen Host-Variable, teste das mal. Und hoffentlich funktioniert es dann. Wenn nicht, dann haben wir noch gar nichts gemacht. Also wir haben noch nirgends irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen und können einfach nochmal ganz schnell bei uns arbeiten. Wir müssen nicht darauf warten, dass eine 30 Minuten lang dauernde Build-Pipeline irgendwo durchgelaufen ist, die uns dann sagt, an irgendeiner komischen Stelle gab es einen Fehler, probier mal nochmal, sondern wir können live bei uns auf dem System Debugging anwerfen und können gucken, was ist da schiefgegangen. So, Dokumentation wollen wir natürlich auch noch nebenbei so ein bisschen machen. Sollte mit in dem Repository leben. Und was ich gelernt habe über Dokumentation ist, in dem Moment, wo ich sie in einem Wiki reinschreibe, in eine Wiki-Software und auf Speichern drücke, ist die eigentlich veraltet.
In dem Moment, wo ich quasi aus meiner IDE oder aus meinem Editor heraus muss, um woanders etwas zu machen, habe ich halt nicht nur das Thema, dass ich einen Toolwechsel habe, sondern ich habe auf der einen Seite habe ich meinen Code und woanders die Dokumentation für den Code. Und nichts ist schneller passiert, als zu vergessen, die Dokumentation zu updaten. Damit das nicht passiert, bin ich der Meinung, man sollte seine Dokumentation immer komplett im Code mitpflegen. Auch nicht in einem extra Repository, sondern möglichst nahe am Code. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nur Inline-Kommentare benutzen sollte, sondern richtige, echte Dokumentation schreiben möchte. In unserem Fall habe ich jetzt gesagt, okay, MakeDocs wäre eine Möglichkeit. Und dann haben wir halt dort ein bisschen was zum Ausprobieren und können unsere Doku auch direkt gleich live sehen. Wir können sie im Repository verknüpfen, müssen das aber auch gar nicht, weil MakeDocs benutzt unter der Haube Markdown-Dateien, mit denen ich meine Dokumentation beschreibe. Und diese Markdown-Dateien, die werden von nahezu jedem größeren, erwachseneren Versionssystem, was es so gibt, also von Bitbucket über GitLab, GitHub, ForgeJoe, Gitty, alle können Markdown-Dateien super toll anzeigen und dementsprechend brauche ich gar keine Website daraus bauen, weil es ist ja faktisch schon eine. Bevor wir jetzt in die Learnings reingehen, würde ich euch gerne mal ganz kurz zeigen, wie das sich jetzt tatsächlich anfühlt. Dazu hier mal fix die IDE auf. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich hier meine Notifications mal ausschalte. So, das ist jetzt das Repository, also alles, was hier unter DevOps Simplicity ist. Das ist der interessante Teil für uns. Der Rest ist Umgebungskram von anderen Vorträgen, was alles in dem gleichen Repository mit drin liegt. Wie gesagt, wir haben hier unseren Hello-Go-Code. Ich mache das Terminal hier mal ein bisschen kleiner. So, dann haben wir unseren Hello-Go-Code und wie versprochen gibt es hier jetzt auch so eine Funktion, die uns die aktuelle Zeit zurückgeben soll. Und wenn ich jetzt auf get mit /time aufrufe, dann sollte ich theoretisch was bekommen. Und jetzt sind wir hier unten in dem Terminal. Was ich halt jetzt machen kann, ist, ich gehe rein in mein Verzeichnis, wo ich hier jetzt gerade arbeite. Und der Quellcode für Go, der liegt halt hier in diesem Verzeichnis. Das macht man normalerweise nicht, ist aber für die Präsentation hier ein bisschen zuträglicher, dass wir das einfach mal so simpel in so ein Source-Verzeichnis reinwerfen. Was wir halt hier machen können, ist jetzt zum Beispiel unsere Tests ausführen. Wir können halt den Go-Test, sprich unsere Unit-Tests hier ausführen. Ich mache mal gleich mit Coverage. Und wenn ich noch tippen kann, dann funktioniert das auch. So, jetzt haben wir halt mit GoTest haben wir jetzt getestet und der sagt uns, die Tests in HelloGo, die waren okay, aber wir haben nur eine Coverage von 18,2%, was wirklich sehr wenig ist. Den Test, der liegt auch tatsächlich daneben. Das heißt, wenn wir eine Hello-Go-Datei haben, dann erwartet Go, dass die Tests in einer Datei daneben liegen, die Hello-Test-Go heißen. Ja, also so wie die Datei, die ich testen möchte, darunter mit einem Unterstrich-Test-Go. Und hier ist halt auch wieder nur eine Go-Funktion drin. Das heißt, ich schreibe in genau der gleichen Sprache, in der ich meinen Code schreibe, schreibe ich eben auch meine Unit-Tests. Das macht es als Entwickler sehr einfach. Für Integrationstests, hatte ich ja gesagt, haben wir hier diese Functional Hurl. Und das würde ich euch auch gerne noch mal ganz kurz zeigen. Das heißt, wir können unseren Code bauen, einfach mit GoBuild. Zack. Und jetzt baut so, Hello Go. Jetzt baut er uns hier so ein Hello Binary. Ja, das ist hier drüben neu. Und das hier ist das alte, das können wir mal löschen. Wir wollen nur das eine ausführen. Das hier ist ein neues Hello-Binary. Und das kann ich jetzt tatsächlich lokal schon ausführen, einfach so. Also ich brauche nicht mal einen Container drum bauen, sondern ich kann das einfach ausführen. Und ich kann jetzt auch einfach mit meinem zweiten Terminal mal curl localhost 3000 aufmachen. Das ist der Smoke-Test, den ich vorhin gemeint hatte. Und da kriege ich zurück, ja, hat funktioniert. Also ich kriege hier Hello World zurück. Ich habe also optisch direkt gleich mal Feedback. Jetzt möchte ich aber Hurl benutzen, ja, weil Hurl kann mir helfen,
paar mehr Sachen zu testen und ich muss nicht jeden Pfad einzeln eintippen oder irgendwie lange, komplexe Curl-Statements machen. Und da sage ich halt jetzt als Variable, möchte ich, dass der Host gleich Localhost ist. Dieses Variable Host gleich Localhost, das wird dann hier oben eingesetzt. Ja, also da wird es ersetzt. Und dann möchte ich noch angeben, aus welcher Datei das getestet werden soll. Und die liegt halt hier unter Tests, Functional. Aber das sind funktionale Tests. Ich teste halt die Funktion. Und jetzt sehen wir hier schon, dass ich was kaputt gemacht habe. Ah, Port 80. Ja, auf Port 80 läuft natürlich nichts. Deswegen Port 3000. Und jetzt kriegen wir zurück, dass hier was zurückgekommen ist. Diese kleine Warnmeldung hier mit dem libcurl. Bitte nicht wundern. Das liegt einfach daran, dass meine Curl-Version sehr, sehr neu ist und Hurl die noch nicht kennt. So. Für jeden, der jetzt sagt, okay, das ist mir irgendwie zu viel Magic, ich verstehe gar nicht, was das macht, der kann auch einfach mit minus V sich dann die Sachen nochmal ein bisschen genauer anzeigen lassen. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite ganz genau, was Hurl hier tut. Executing Entry 1, ich mache da einen Request auf getDa. Übrigens, hier gibt es den Hinweis, das kannst du auch mit Curl machen, dann was ich an Sachen zurückbekommen habe. Und das Gleiche macht er halt hier für das Time Statement. Und am Ende kriege ich einfach noch zurück, war alles erfolgreich. Im Log auf der linken Seite sehe ich halt auch, was schief läuft. Ja, also im Falle, dass jetzt hier zum Beispiel was anderes drin steht, HTTP, zum Beispiel, komm hier, Host Foo, ja, weil ich halt eine neue Foo-Funktion oder einen neuen Foo-Händler gebaut habe, kann ich das halt auch gleich ausprobieren und dann sagt er, ha, nee, also das mit dem Foo, das hat nicht funktioniert. Das sollte in 200 zurückkommen. Ich kriege aber ein 404, was ein Not Found ist. Und ich kann das direkt hier im Log vergleichen. Hier unten, da steht, hey, 404, da gab es einen Error, Not Found. Das heißt, Hurl und mein Go Access Log sagen beide das Gleiche. Jetzt kann ich herausfinden, was habe ich da schief gemacht. Feedback Loop, also unter 10 Sekunden. So. Das war der eine Teil mit dem Go-Binary und wenn wir jetzt noch den Container bauen wollen, dann können wir einfach hier per Red 1 zurück dahin podman build minus t hello go, nennen wir das jetzt mal, können wir das halt jetzt einfach testen und wir sagen jetzt hier, benutzt mal dieses Docker-File, was einfach nur ein Punkt ist, also benutzt das aktuelle Verzeichnis und dann bauen wir das. Und Podman kümmert sich halt jetzt darum, unseren Go-Code zu kompilieren, in einen From-Scratch-Container reinzupacken, was dann halt sehr, sehr schlank wird. Und ich zeige auch gleich, wie schlank, sobald der Build-Prozess vorbei ist. Im Übrigen, das dauert momentan einfach nur mal so 30 bis 45 Sekunden, weil ich das erste Mal mache. Also ich habe meine Umgebung, bevor ich den Vortrag hier gehalten habe, aufgeräumt. Ich zeige gleich nochmal direkt ein Rebuild und dann werdet ihr sehen, das dauert dann nur noch 2-3 Sekunden, bis das fertig ist. So, hier läuft halt jetzt Go, der installiert ganz viele Sachen. Ist gerade irgendwie Golang.org Text. Ja. So, jetzt hat er den gebaut. Und wir können mit Podman Image LS, können wir jetzt einfach gucken. Und da sehen wir hier unsere Localhost, Hello Go, das sind halt 7 Megabyte. Wohingegen das Golang Image, wo der Golang Compiler drin ist, 900 Megabyte hat. Wir hätten das Golang Binary auch einfach hier drin liegen lassen können. Dann würden wir halt jedes Mal 900 Megabyte an den Kunden ausliefern oder an unsere Benutzer. Und so liefern wir halt nur 8 Megabyte aus und das ist noch nicht optimiert. Als Beweis, dass das tatsächlich sehr schnell geht, also wenn man da einfach nur ein Rebuild macht, dann sind das hier einige wenige Sekunden, die man da warten muss. Das heißt, ich habe wieder sehr, sehr schnelle Feedback-Loops. Um das lokal zu testen, machen wir podman.dt, also für detach und ich hätte trotzdem gerne noch immer einen Terminal, damit ich im Notfall mich drauf attachen kann. Dann machen wir minus P 3000 auf 3000. Also wir veröffentlichen. Nur ganz kurz zur Info, du hast noch 10 Minuten. Ah, da kam gerade die 10-Minuten-Ansage. Schaffen wir. So. Also Port 3000 auf Port 3000 mappen.
Und dann wollen wir unser Image angeben, welches dann hier local, nein, wie hatte ich es genannt? Podman Image ist doch localhost. Also Podman run minus dt minus p 3000 auf 3000 localhost hello go latest. Habe ich wahrscheinlich gerade vergessen, das run reinzutippen. Wenn wir das jetzt starten, dann läuft dort jetzt hoffentlich mit Podman PS können wir das gucken. Ein Dienst, der auf Port 3000 läuft, und wir können hier auf der rechten, in dem rechten Terminal eben wieder den gleichen Hurl-Test, den wir gerade gemacht haben, ausführen und sehen, Success läuft. Damit wir den Vortrag komplett zu Ende bekommen, zeige ich jetzt auf jeden Fall nochmal schnell die Kubernetes-Files. Wir haben bisher eigentlich nur in vier Tools gearbeitet. Das heißt, wir haben Go geschrieben, wir haben so ein bisschen Hurl-Syntax gemacht, wie ihr das jetzt gerade sehen könnt. Also hier Go-Code geschrieben, ein bisschen Hurl und wir hatten ein Docker-File. Und damit wir jetzt da irgendwie noch ein bisschen was Hübsches drumherum bekommen, brauchen wir auf jeden Fall noch YAML. Und YAML funktioniert in unserem Fall sowohl für diese Make-Docs, also unsere Dokumentation, als auch für unsere Kubernetes-Umgebung. In Kubernetes brauchen wir ein paar Objekte, zum Beispiel diese das Deployment, ein Deployment beschreibt, welcher Container wohin kommt und wie viele ich davon gerne hätte, und kümmert sich halt darum, dass die Pods, ja, so heißt es dann in Kubernetes, mit der entsprechenden Anzahl Container bestückt werden und verfügbar sind. Ein Service wiederum, der sitzt davor, vor dem Pod, und kümmert sich darum, dass dieser Dienst innerhalb des Clusters auch tatsächlich erreichbar ist, also innerhalb des Clusters. Wir sind immer noch im Cluster drin, im Kubernetes drin, und wir kommen da nicht raus. Damit jemand von außen darauf zugreifen kann, gibt es dann Ingress, und dieser Ingress sagt halt, okay, wenn hier jemand ankommt, egal was, jeder Pfad, der mit Slash anfängt, dann lande bitte auf dem Hello-Service, und der Hello-Service, das ist halt der hier. Und damit die Sachen irgendwie voneinander getrennt sind, macht man dann halt noch so einen Namespace drumherum. Und der Namespace muss natürlich zuerst da sein, und die Sachen landen alle in dem Namespace. So, Minikube Start würde uns halt den Minikube starten. Da wird halt jetzt einfach ein Minikube heruntergeladen. Das startet bei mir in Podman, und dann könnten wir mit kubectl apply auch tatsächlich die Dateien dort rein deployen. Eine Sache, die man bei Minikube beachten muss, der Ingress-Controller ist von vornherein nicht an. Den kann man mit Minikube Add-ons enable, kann man den anschalten. Also einfach mal Minikube Add-ons List reingucken und dann anschalten. Aber ansonsten gibt es bei mir im Blog auch noch Installationsanleitungen, wie man Minikube betreibt und was da so als First Steps drin sind, und auch ansonsten Kubernetes-Anleitungen. Machen wir mal ein Wrap-up zu unserem bisher Getanen. Dokumentation mit Make-Docs, das könnten wir jetzt noch mal ganz kurz zeigen. Source. Richtig. Wir machen mit Python, machen wir uns eine virtuelle Virtual Environment für Python, damit wir halt nicht alles in Root rein installieren. Das dauert einen ganz kleinen Moment, dann haben wir hier gleich eine Python-Umgebung. Die können wir relativ schnell aktivieren, indem wir source venv bin activate machen. Weil wir in unserem Repository hier so eine Requirements-Text drin haben, können wir einfach mit pip install -r Requirements-Text einfach unsere Sachen installieren, die wir brauchen. Ja, wenn man das alles brav da drin gepflegt hat, dann gibt es da auch nichts weiter zu sehen. Und jetzt kriege ich gleich noch den Hinweis, dass ich pip hätte gleich noch mit updaten dürfen, wenn ich das gewollt hätte. Wollte ich aber nicht. So, das war's. Und jetzt können wir mit MakeDocs surf, können wir auch tatsächlich schon unsere MakeDocs-Seite ausliefern. MakeDocs per Standard in dieses Docs-Verzeichnis rein, was irgendwie sehr selbstsprechend ist, und öffnet uns dann halt mit surf live einen Server, wo wir unsere Doku angucken können. Tada! Da ist dann übrigens auch diese Präsentation wieder drin zu finden, weil das ist ja auch bloß eine Markdown-Datei.
kommen wir zurück. Das war das. MakeDocs auch gesehen. Bitte gern selber in dem Repo rumspielen. Was könnten wir jetzt alles noch machen? Also klar, wir können uns jetzt Gedanken machen über Multistage-Deployments. Sprich, wir wollen erst in Staging und dann in Production was deployen mit verschiedenen Parametern. Wir könnten uns über ein Skript unterhalten, was das Ganze zusammenhält. Skript könnte hier auch eine GitLib-CI-Pipeline oder ein Jenkins-File sein. Wir könnten CI/CD tatsächlich als Prozess etablieren. Wir könnten unsere Applikation direkt auch noch für Kubernetes paketieren, sprich einen Helm-File oder einen Helm-Chart ausliefern. Wir könnten Security-Scans dazu packen, zum Beispiel mit Trivy oder Cubescape oder HoloLint. Wir könnten ganz viel dokumentieren und wir haben Unit-Tests sogar schon mit reingebaut. Also, hier kann man sich austoben. Und man muss für keine dieser Sachen jemals sein Repository verlassen. Das kann alles in der gleichen IDE passieren. Für nichts davon benötige ich zentrale Tools. Und was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Also, wir haben geplant, wir wollen was machen. Wir haben gecodet, Go-Code geschrieben, ein bisschen Docker-File. Wir haben was gebaut, nämlich ein Binary und sogar ein Docker-Container-Image oder ein Open-Container-Image. Wir haben die Sachen getestet, wir konnten einen Release machen und wir haben was deployed und sogar mehrfach mit funktionalen Tests getestet. Und all das ist der DevOps Software Development Lifecycle. Wir können das alles mit Go machen. Es gibt auch viele andere Sprachen, die das können. Containers machen halt unglaublich viel Spaß. Das habe ich auch gelernt. Oder vor einigen Jahren gelernt. Und sicherlich habt ihr ganz viele Dinge schon gesehen, die ihr schon kanntet. Und vielleicht das eine oder andere, was ihr noch nicht kanntet. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass jeder ein bisschen was gelernt hat. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie es ist, 40 Minuten in eine Kamera zu reden, ohne irgendein Feedback zu bekommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal an das TuxTage-Team, aber auch an alle, die zugeschaut haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach mit mir connectet. Ihr findet mich auf Fostodon, GitHub. Mein Blog findet ihr auch. Ihr könnt mir auch gerne Mail einfach rüberschmeißen. Und die Präsentation gibt es ebenfalls in meinem GitHub-Repository. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank.